Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 14. April. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm, mein Meister. Johannes 20, Vers 16. In einem jubelnden Osterlied heißt es, Triumph, Triumph, es kommt mit Pracht. Der Siegesfürst heut aus der Schlacht. Wer sollte bei solch einem Siegeslied nicht gern mit einstimmen? Aber um der Wahrheit willen müssen wir nun doch feststellen. Beim ersten Osterfest der Weltgeschichte fiel das Triumphfest aus. Da ging es still und leise zu. Jesus suchte die arme, weinende Maria Magdalena auf. Das sieht nicht gerade nach Siegesfest aus. Wer war diese Maria? Die Bibel sagt, dass Jesus von ihr 7 Teufel ausgetrieben habe. Ein geheimnisvolles Wort, hinter dem wir unendlich viel Sünde, Triebhaftigkeit, Schwermut, Verzweiflung und Einsamkeit ahnen. Dann war Jesus gekommen und hatte die Maria aus all dem herausgeholt. Welch eine Hilfe! Wir können uns die Verzweiflung der Maria vorstellen, als sie Jesus am Kreuz sterben sah. Nun tat sich der dunkle Abgrund wieder vor ihr auf. Die Frau, die dort am leeren Grab Jesu weint, ist ein Mensch am Abgrund. Und gerade diese Frau sucht Jesus auf. Das ist sein Auferstehungsfest. Das bedeutet, er ist als Auferstandener kein anderer als der, der am Kreuz war. Der Heiland für verlorene Sünder, deren Schuld er bezahlt. Der Heiland für vom Teufel Gebundene, die er mit teurem Lösegeld für Gott loskauft. Der Heiland, der Menschen am Abgrund so rettet, dass er selbst in den Abgrund springt und ihn auffüllt, dass seine Leute nun über Abgründe wandeln können. Der Auferstandene ist kein Triumphator. Er bleibt immer das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Herr Jesus, du bist genau so, wie wir dich nötig haben. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.